Soll ich über die neue Brücke gehen oder durch den guten alten Tunnel? Diese Frage stellen sich Leute in Wuppertal nur dieses Wochenende. Denn ab Montag geht's nur noch über die Brücke und nicht mehr durch die sogenannte Hahnröhre. Heute zeigen wir euch ein letztes Mal den Tunnel und ein erstes Mal die Brücke. Wir beginnen unsere Tour durch den Tunnel, der bald nicht mehr ist, an den Graffitis, die vor über einem Jahr von Wuppertaler Graffiti-Künstlern und Künstlerinnen hier angebracht wurden. Bei der Aktion Grau macht bunt haben Wuppertaler Graffiti-Künstler und Künstlerinnen den Tunnel für die letzten Monate noch einmal gehörig aufgehübscht. Und da haben wir natürlich auch wieder drüber berichtet. Diese Treppe und diese Rolltreppe hinter mir haben früher zu der Haltestelle geführt, an der ihr eingestiegen seid, wenn ihr zur Uni gefahren seid oder beispielsweise nach Kronenberg. Und nun eine kleine Fanumfrage. Wie oft seid ihr mit einer dieser Rolltreppen gefahren? Öfter als 10 Mal? Ich persönlich nicht. Aber wie sieht's bei euch aus? Schreibt uns. Was hier mal war, ist schon längst nicht mehr da, und zwar ein Ticketautomat. Und auch hinter uns, die WSW-Verkaufsstelle, ist schon lange nicht mehr bewohnt, hier wird nichts mehr verkauft, genauso wie in den diversen Ladenlokalen um uns rum. Auch die stehen jetzt schon seit Wochen leer. Unsere Tunneltour ist am Ende und für uns wird es Zeit, uns von diesem wunderbaren Tunnel zu verabschieden und uns auf den Weg zu der neuen Brücke zu machen, die die nächsten 3 Jahre dann von Wuppertalern und Wuppertalerinnen benutzt wird. Wir stehen jetzt auf der Brücke, die 3 Jahre lang alle, die vom Tal zu den Zügen wollen, als Übergangslösung benutzen werden. Die Brücke riecht anders als die Hahnröhre, wer hätte es gedacht, weniger nach Urin, ist dafür aber natürlich auch nicht überdacht. 2 Lampen sind auch vorhanden und es gibt auch einen Aufzug sowie Rampen, sprich die Brücke ist mehr oder weniger barrierefrei. Das war's von der Engelszunge mit unserer Tunnel- und Brückentour. Wie immer könnt ihr uns erreichen über Twitter, Facebook, unsere eigene Internetseite und YouTube. Und wer sich jetzt nochmal in die Lage versetzen will, im Tunnel zu stehen, der kann sich einfach den Sound des Tunnels gratis auf unserer Internetseite herunterladen. Die Augen schließen und genießen. Bis zum nächsten Mal.